tauchen wir ein in die Geschichte der Technik, wo Glitzer, Glanz und Chrom den Besucher faszinieren. Das Technikmuseum Speyer präsentiert als Zeitgeschichte all das, was die Menschheit entworfen, entwickelt, konstruiert und gebaut hat. Und dazu zählt das 20. Jahrhundert mit seinen Entwicklungen von Straßen, Schienen, Wasser- und Luftfahrzeugen zum innovativsten Jahrhundert seit Menschengedenken. Nobelkarossen, die sich einst nur gut betuchte Leute erlauben konnten, wurden Stück für Stück nur von Hand gefertigt. Und dazu zählt auch Rolls-Royce mit der markanten Kühlerfigur Emily. Eine Nobelmarke, die nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch weltweit anzutreffen ist. So bereichert die Ausstellung eine Vielzahl von Fahrzeugen, die nicht nur aus deutscher Produktion stammen. Jeder Autoliebhaber fasziniert der Blick auf die Oldtimer, die sich wie aus dem Ei gepellt in Glitzer und Glanz zeigen. Das Technikmuseum Speyer wurde Ende der 90er Jahre auf diesem Gelände gegründet, da dem Auto- und Technikmuseum Sinsheim Erweiterungsflächen fehlten. 1991 eröffnete das Technikmuseum Speyer seine Tore und zieht täglich eine Vielzahl Besucher aus der ganzen Welt an. Die Ausstellung besteht nicht nur aus Straßen, Wasser- und Luftfahrzeugen. Auch kleine Dinge aus dem täglichen Leben, wie Spielsachen, Musikinstrumente und dazu zählen auch die Tanzorgeln, Orchestrien, Drehorgeln und vieles mehr, was der Mensch entwickelt und gefertigt hat. Die Ausstellungshallen sind groß. Und wenn man von Gang zu Gang schlendert, steht man plötzlich auch vor den Feuerwehrfahrzeugen, die in vollem Glanz erstrahlen, als seien sie gerade als Neufahrzeuge geliefert worden. Sogar Feuerwehren aus den USA bereichern die Ausstellung, die sich umfangreich präsentiert. Für die Zweiradfans bietet das Auge eine Ausstellung mit über 20 Motorrädern des Konstrukteurs Friedel Münch. Diese heißen Feuerstühle kann man hautnah begutachten, die im Technikmuseum einen eigenen Platz einnehmen. Schienenfahrzeuge bereichern auch den riesigen Hallenkomplex. Und dazu zählt die Schnellzuglokomotive 01 514 der Deutschen Reichsbahn Berlin. Baujahr 1937. Bis 1988 betriebsfähig und ab 2015 das Glanzstück Schienengeschichte im Technikmuseum Speyer. Und auf dem Freigelände präsentiert sich die mächtige chinesische Dampflok Xianqing. Viele Wasserfahrzeuge wie der Seenotkreuzer John Esberger, das U-Boot U-9, das Hausboot der Kelly-Familie bereichern die Ausstellungsflächen im Museum. Zurück in der Ausstellungshalle, wo das Orchestrion den Besucher mit der Kirmesmusik zu weiteren interessanten Ausstellungsstücken führt. Es geht weiter in die Abteilung, wo die Luftfahrtingenieure Fluggeräte entwickelt haben,
die heute noch den Besucher faszinieren. Ein Teil der Technikgeschichte für Flugzeuge nimmt die legendäre Junkers Ju-52 ein. Ihren Erstflug startete sie 1932 und wurde weltweit eingesetzt. Fast 5000 Maschinen verließen damals die Fertigungshallen in ihrer markanten Wellblechbauweise. Angetrieben wurde sie durch drei BMW Dieselmotoren mit jeweils 600 PS. Zu der dreiköpfigen Besatzung konnte sie noch zwischen 15 und 17 Passagiere aufnehmen. Gelegentlich sieht man diesen Oldtimer der Lüfte noch bei einem Rundflug. Dann hört man leise: Schaut mal, die alte Tante Ju ist wieder unterwegs. Stolz der Ausstellung ist auch das Yachtflugzeug Messerschmitt Bf 109 von der Reichsluftwaffe. Als Tiefdecker wurde die Me 109 ab 1937 in Serie gebaut. Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung ist die Raumfahrthalle im Technikmuseum, die im Oktober 2008 eröffnet wurde. Nachgestellt ist die erste Mondlandung mit der Eagle am 20. Juli 1969. Und damit wurde die Raumfahrtmission Apollo 11 erfolgreich abgeschlossen, die von den Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins durchgeführt wurde. Die nächste Attraktion in der Raumfahrthalle ist zweifellos die sowjetische Raumfähre Buran, die am 11. April 2008 mit einem Schiffstransport auf dem Rheinspeyer erreichte. Buran heißt wörtlich übersetzt Schneesturm. Und Schneesturm ähnelt äußerlich dem US-amerikanischen Space Shuttle, kam als Prototyp aber immer nur zu Versuchsflügen unbemannt in der Atmosphäre zum Einsatz. Bei einer Länge von 36 Meter, einer Spannweite von 23 Meter und einer Höhe von 16 Meter liegt die Buran mit ihren Maßen gleich auf mit dem Space Shuttle. Wenn man beide Raumfahrzeuge äußerlich betrachtet, fragt man sich, wer hat von wem abgekupfert. Die Raumfahrthalle ist mit weiteren Exponaten ausgestattet, wie das Europäische Forschungslabor Columbus von der ESA und einer sowjetischen Raumkapsel, Sojus TM-19, mit Blick auf die Instrumente in der Kapsel. Und das, was die russischen Astronauten auf ihrer Reise in den Orbit angezogen haben, darf in der Raumfahrtausstellung auch nicht fehlen. Welche Dimension die Triebwerke von heutigen Großraumflugzeugen haben, zeigt der Größenvergleich an diesem Beispiel. Natürlich geht es auch kleiner, wenn es sein muss. Diese Maschine Canadair CL215 hat sicherlich für die Umwelt und der Natur schon viel geleistet und den Menschen vor großen Waldbränden geschützt. Es ist ein Amphibienlöschflugzeug, ein sogenannter Wasserbomber, der im Mittelmeerraum bei den häufigen Waldbränden eingesetzt wurde. Gleich hinter der Canadair steht ein Doppeldecker, die Antonov An-2 aus der ehemaligen Sowjetunion. Es ist ein Mehrzweckflugzeug, das universell eingesetzt werden kann.
Auf dem Freigelände mit über 100.000 Quadratmeter steht eine große Anzahl technischer Entwicklungen aus dem Flugzeugbau. Und so präsentiert sich den Besuchern das größte jemals gebaute propellergetriebene Flugzeug der Welt, die Antonov An-22 aus der ehemaligen Sowjetunion. Als Schulterdecker wurde sie 1966 gebaut, angetrieben von 4 Turboprop-Motoren mit jeweils 15.000 PS. Dieser Langstreckentransporter hat ein Leergewicht von 114 Tonnen und ein maximales Startgewicht zwischen 225 und 250 Tonnen. Durstig ist der Flieger aber auch. Das Tankvolumen beträgt 127.000 Liter. Für luftfahrtinteressierte Besucher nimmt der Rundgang auf dem Freigelände kein Ende. Überall stehen sorgfältig aufgereiht viele Exponate, die zum Teil auch von innen besichtigt werden können. Die Flotte der Hubschrauber und Flugzeuge zeigt, dass der technische Entwicklungsstand für Fluggeräte in der ehemaligen Sowjetunion sehr hoch war. Flugzeuge aus dem ehemaligen Besitz der Lufthansa mit ihrem markanten Zeichen, dem Kranich, nehmen einen besonderen Platz auf dem Freigelände ein. So begleitet diese viermotorig angetriebene Propellermaschine den großen Vogel der Lüfte, eine Boeing 747-200. Die Museumsverwaltung hat keine Mühe gescheut, dieses riesige Fluggerät auf einem 20 Meter hohen Gestell zu montieren, das so ausgerichtet ist, als würde der Jumbojet, wie man ihn auch bezeichnet, gerade starten. Ein kleiner Rundgang durch den Passagierraum der 747 im oberen Deck zeigt, dass für die erste Klasse etwas mehr Raum zur Verfügung steht. Hier im Cockpit trägt der Flugkapitän und der Co-Pilot die volle Verantwortung, dass die Passagiere sicher an ihr Ziel kommen. Die 747 mit 4 mächtigen Triebwerken ausgerüstet, bringen den Kranich an viele Ziele auf unseren Globus. Das Technikmuseum Speyer hat auf dem weitläufigen Freigelände noch viele weitere Exponate ausgestellt, die viele Flugzeugfreunde bei ihrem Rundgang begeistern. Die Ausstellung bietet aber auch einen kleinen Einblick in die Militärgeschichte, wo ausgemusterte Düsenjets ihren Stammplatz erhalten haben, wie die russische Sukhoi, MiG oder der amerikanische Jet Phantom. Auch die deutsche Luftwaffe ist mit einem ausgemusterten Tornado vertreten. Der Besuch des Technikmuseums Speyer zeigte einen Überblick, was im 20. Jahrhundert entwickelt, entworfen und gebaut wurde. Da kann man nur sagen, Technikgeschichte pur.